Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die bisherige Debatte hat schon ein bestimmtes Meinungsbild erbracht, das die Autoindustrie hoffentlich hört. Und ich will mir erlauben, das abzurunden. Wir haben rund 30.000 Autobrände im Jahr in Deutschland. Mir ist in der Vorbereitung auf die Rede ein Zitat des Berufsverbandes der Feuerwehr in die Hände gekommen zu diesem Thema. Es lautet: Aufgrund der eindeutigen Gefahren für die Fahrzeuginsassen sowie die Feuerwehr und Rettungskräfte fordern wir ein Verbot der Verwendung des Kältemittels R1234YF. Der ADAC hat erst vor kurzem sich so geäußert. Er empfiehlt Klimaanlagen mit dem natürlichen Gas, Kältemittel Kohlendioxid, als besonders umweltfreundliche und sichere Alternative weiterzuentwickeln. Und ganz besonders pikant fand ich eine Verlautbarung in einer Pressemitteilung von Daimler, der sagt, wir wollen künftig auf CO2 setzen. Und der Vorstand Theo Weber sagt, wir haben uns darauf verständigt, nachhaltige und sichere Lösungen gemeinsam zu installieren mit Audi, BMW und Volkswagen. Nun, die Frage, ob ein höherer Energieverbrauch mit dem CO2 verbunden wäre, kann sehr gut das Modellauto beim Umweltbundesamt beantworten, das ja sehr genau überprüft wird. Der Energieaufwand dort hat sich auch im Betrieb nicht als höher herausgestellt. Die Frage, ob man CO2 auch in Kleinwagen verwenden kann, ist in der Tat an die Stückzahlen gekoppelt und das hängt dann von der politischen Lösung ab. Aber der Feuerwehrverband hat besonders abgehoben eben auf das entzündliche Gas in einem heißen Motorraum und vor allem dann auf die Wirkungen bei der Verbindung mit Löschwasser. Die sogenannte Flusssäure geht eben durch die Haut, äußerlich zunächst gar nicht aufscheinend, aber geht bis auf die Knochen und zersetzt vor allem Eiweiße. Wenn man das nun insgesamt zusammennimmt, dann stellt sich die Sache wohl so dar, es wird hier ein Zwischenschritt gegangen, der aber nicht von Dauer ist. Ich bin an die Kolleginnen und Kollegen der Linken gesagt, auch der Meinung, eine Verschiebung der Klimaschutztermine als Mitglieder des Umweltausschusses zu fordern, das möchte ich nicht mitmachen. Und deswegen lehnen wir den Antrag ab. Aber es ist offenkundig, dass es hier verschiedene Sichtweisen gibt, die vielleicht dadurch aufgelöst werden könnten, dass man einen Anreiz gibt. Wir von der Union sind ja immer für Anreize. Man könnte zum Beispiel die Kraftfahrzeugsteuer nach dem tatsächlichen Verbrauch der Straßentests bemessen und diese Mehreinnahmen dann zur Förderung von CO2-Kühlmitteln verwenden. Ich bedanke mich.